Aber Tachi, ich habe gesehen, du hast nicht den Kanal abonniert. Das musst du tun. Sag dir die ich dir. So, abonniere den Kanal, nicht vergessen. Würde mich freuen. Und jetzt geht's Video los. Diese Tüte hier, ja, habe ich mir überlegt, machen wir so ein Quarantänezelt draus. Weil angeblich wohl, wenn die so ein bisschen Beule haben und ich sag mal so, es ist Beule im Haus. Könnt ihr das sehen? Da ist eine Beule oben drauf. Dann macht das so pssst und dann kann man davon blind werden. Und der Todesmilan kreist hier. Ja, da schnappt er sich meine Augen. So, das wollen wir nicht. Ja, Tessa schreibt, sollte man unter Wasser öffnen? Ja, auch den Trick haben wir gehört, aber ist ja langweilig. Und Wasser habe ich hier sowieso nicht. Und schon ja nicht im Überfluss. Herzlich willkommen, liebe kleines, leckeres, keine Ahnung was, Kleingebäck. Ich habe mir einen Keks eingeladen. Freunde, was passt besser zu Martin als ein Keks? Genau, ein Keks. Ihr kennt Keks wahrscheinlich schon, eine, die ihn noch nicht kennen. Das ist Keks. Deinen richtigen Namen sagen wir ja nicht. Darf ich nicht. Ist auch egal. Genau, guck mal, da, die sagen alle Hallo zu dir. Noch brauchst du dir gar nichts nehmen, ist doch noch nichts passiert, Mensch. Ist doch noch gar nichts passiert. Ich könnte ja Dinge vorbereiten. Dinge vorbereiten. Ach, das ist eine gute Idee, ja. So, ich habe ja. Aber wir können uns die Tampons in die Nase stecken. Wir können uns die Tampons in die Nase stecken, sagt sie. Ich hätte sonst gesagt, wir machen uns daraus so Pöppel für die Nase. Finde ich gut. Für die Nase? Ah ja, finde ich gut. Ich habe hier gerade noch andere Dinge gekriegt. Ja. Was wird das, wenn ich fragen darf, Madame? Wolltest du? Ich schieße auf dich. Achtung! Was getroffen. Schon mal gesehen? Übrigens ist hier freiwillig, ja? Nicht, dass er glaubt hier... Als ob Keks hier von wegen von mir gezwungen wurde. Doch. Die Knarre ist da drüben. Ich hab sie nicht mehr. Ihr müsst die Dose unter Wasser öffnen. Hahaha, wir haben aber kein Wasser und schon gar keinen Eimer. Wollen wir uns noch was zum Kotzen hinpacken? Ohne Scheiß jetzt mal? Ich will nicht. Haben wir noch was da, wo wir reinreihern können? Ich würde mal sagen, wir nehmen den leeren Karton hier, oder? Ich war schon mal die Fluchtwege frei, oder? Wollen wir den in die Mitte stellen und wir kotzen einfach beide rein? Das ist einfach super eklig, lass es sein. Hallo, wieso denn? Ich kotze doch nicht in deine Kotze, ich bitte dich. Ich kotze doch nicht in deine Kotze, sagt sie. Ich glaube schon. Freunde, das ist der Kotzekarton, ihr habt ihn gesehen. Der ist leer, ja, keine Angst. Es ist soweit, ich hab's angedroht oder ich wollte es immer. Ey, tatsächlich bin ich. Bist du auch ein bisschen auf? Mach mal eine Hand. Mach mal Hand. Ja, also bei mir ist. So, ne, das ist schon, aber wir haben ja für Sicherheitsvorkehrungen gesorgt. Ach ne, das ist die falsche Tüte. Wo ist die richtige? Da ist die richtige Tüte. Geh doch am besten nach Hause, weißt du? Geh doch noch weiter weg. Also ich packe jetzt die Dose hier rein. Also hier ist jetzt die Dose drin, ja? Nicht, dass ihr euch wundert, was ist jetzt da drin? So, ich zieh mir jetzt... Brauchst du beide Hände da drin? Ich würde dann einfach die Tüte zuhalten. Ah, du würdest die Tüte zuhalten, alles klar. Ganz schlechte Idee mit der Tüte. Wieso ist das eine schlechte Idee? Die bläht sich wahrscheinlich so wie die Dose. Naja, komm, mach einfach. Vielleicht nimm mal die Uhr ab, sonst kannst du die danach wegwerfen. Ich hab Angst, Leute. Ich hab Angst. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Schweden so bekloppt sind und sich so ein Scheiß hier an... Also, erster Punkt ist ja, ich muss erst mal gucken, den habe ich tatsächlich noch nie benutzt hier. Cool. Du machst das jetzt blind da drin, ja? Ach so, guck, oder? Guck mal, kannst du mal kurz einen Blick werfen? Ich drück jetzt einfach zusammen, ne? Ich brauche dann tatsächlich zwei Hände, ne? Ja. Das Problem ist, es ist ja nur die Öffnung, oder? Das Aufschrauben geht ja dann, oder? Ist doch nur, ja, dass es halt nicht spritzt, oder? Ja, genau. Aber du brauchst halt beide Hände da drin, um zu drehen. Das sei denn, du willst von draußen drehen. Aber dann geht wahrscheinlich die Tüte kaputt. Ah. Wie machen wir es jetzt am besten? Ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Du solltest dir auf jeden Fall noch die anderen Handschuhe ja, anziehen. Ich ziehe mir noch einen anderen Handschuh an. Nee, das finde ich gut. Mach die Dose auf. Ja, ich bereite mich gerade seelisch und moralisch vor, Freunde. Das ist jetzt nicht so einfach. Ja? Ich habe Angst, tatsächlich einfach Angst. Ich würde lieber jetzt gerade ins Wasser springen, als das zu machen hier. Ich übe gerade. Also Keks ist echt mutig. Ja, richtig. Darum ist sie auch heute hier. Nee, eigentlich wusste sie nicht, was sie erwartet. Aber du bist bereit? Genau, ich halte die Tüte und du machst das Ding auf. Alles klar. Soll ich beide Hände reinstecken? Ja. Okay, ich stecke beide Hände. Du, ich mach... Mach die am besten, ja, so eng es geht. Kannst du dich da noch bewegen drin? Ich muss mal einen Test machen. Ich glaube, es wird einfach super eklig. Wenn du das Ding aufmachst, dann wird es halt böse spritzen, glaube ich. Es wird böse spritzen. Achtung, Freunde, es geht los. Oh, siehst du das? Das geht nicht. Oho! Okay, wir müssen komm, es rausnehmen. Gast, komm, es geht nicht. Wieso ich? Weil ich hier nichts mehr wegkriege. Ich sehe auch gar nicht. Ich hab's an den Händen. Ich hab's an den Händen. Puh. Oh, Alter. Jetzt kommt der Geruch. Komm, lass mal noch zu. Puh. 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 Ach, da hast du gesehen, wie das gedüst hat, Alter?
Hat das gedient? Ich habe auch Gabel. Du hast echt was in der Nase, ne? Ja, ist doch geil. Ist das geil. Ist das geil. Ich drehe noch ein bisschen. Oh, puh. So ein bisschen wie Mülltonne im Sommer. Oh, puh. Ich hab ja 14 Jahre als Hausmeister gearbeitet. Irgendwie kommt mir der Geruch bekannt vor. Ja, Mülltonne im Sommer. Okay, es ist offen. Wollen wir? Willst du rausholen? Ja, ich hol die Hände raus. Es ist... Puh. Da denkst du jetzt aber drüber nach. Nee. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh. Sieht aus wie Fisch. Der blubbert. Der Fisch blubbert. Ja, der gärt, glaube ich, in der Dose, weshalb die Dose sich auch aufbläht. Ich glaube, ich brauche gar nicht groß zu zeigen. Aber ist krass, wie das gespritzt hat, ne? Das wäre überall hier hingeballert. Überall. Grüße gehen raus an deinen Bruder. Das war ein richtig guter Tipp. Ihr habt das Gefühl, es entfaltet sich noch. Also mir geht's gut. Das war einfach genau das Richtige hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wenn ich die Handschuhe ausziehe. Lass an. Gib mal her die Gabel. Alles, was wir berühren damit, ja. Hauen wir in die Kiste und verbrennen es dann, okay? Okay, Leute, ich meine, aufmachen ist eine Sache, ja, aber wir müssen das auch noch essen. Es ist ja hier, wir lassen ja nichts. Das ist ganz komisch. Das reizt hinten was. Ich habe Durchfalltabletten bei, kann also nichts passieren. Gut, dass wir nachher noch grillen wollten. Alter, willst du mich verarschen? Der Fisch ist noch, der lebt noch, der blubbert noch. Guckt euch dieses dicke Ding an. Das ist komplett auf. Maja, lass es. Wenn du das Zeug frisst, das kannst du vergessen. Dann schläfst du heute ganz woanders. Ich weiß gar nicht, wie man das essen soll. Da sind doch noch Gräten. Abbeißen. Ich werde dir gleich abbeißen. Leute. Ist der offen? Der ist doch offen. Der knistert in meinen Händen. Der knistert. Ohne Scheiß, wenn der den anfasst. Klapp den mal auf, wenn das geht. Nee, ist nicht. Der ist komplett so. Nee, ist nicht. Guck mal, der ist komplett hier. Der ist so. Hä, aber sind da die Eingeweide drin? Ich weiß es nicht, ich gucke gerade nach. Ich weiß nicht, was hier drin. Es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Oh, was ist das? Was ist das? Hatte der Babys drin oder was ist das hier? Das sieht doch aus wie Rogen, Alter. Was soll ich denn davon essen? Nein, das, was hier runterhängt. Ach, das, was hier runterhängt. Genau, das ist das hier? Das ist das Fleisch? Na klar. Das ist doch kein Fleisch, Junge. Jawohl, rein damit. Guten Appetit. Du schaffst es. Axel, möchtest du was sagen? Nein, alles gut. Axel, geht's gut. So aber ganz ehrlich, es ist ja so. Es ist ja so, wie es ist. Ich esse jetzt Surströmming. Ich hab Angst. Mach die Nase zu und hau rein. Beschreiben. Es ist noch drin. Ich bin beeindruckt. Beschreib mal den Geschmack. Nee, halt mal Schnauze, ey. Muss mich gerade so zusammenreißen. Ganz ehrlich, mit einer Kartoffel geht das klar. Nicht. Ich habe in meinem Leben schon viel gegessen. Auch tote Sachen. Na, hoffentlich nur tote Sachen. Es geht gar nicht. Wir haben natürlich hier auch Gäste, die sich verpisst haben, weil sie davor echt Angst haben. Nils! Karl! Komm mal bitte! Ich bin gespannt. Oh. Ja, tu dir keinen Zwang an. Was ist denn da los hinter der Kamera? Das Schlimme ist halt echt. Ach, du hast ja die Dinger noch drin. Lass die ruhig drin. Das geht voll klar. Das geht voll klar, ja. Was ist denn mit den Geräten hier? Boah, kannst du bitte aufhören, da rumzuprobieren? Ich habe keinen Nasenschutz drin. Willst du es essen? Ich hätte jetzt was genommen, ja. Boah. Was ist los? Nimm mal den Stöpsel raus. komm mal her, ihr Kleiner. Doch. Also, wieso geht denn das hier nicht ab? Weil das kann man nicht essen. Doch, das muss. Also noch riesig nicht. Ja. Karl und Nils sind natürlich auch in der Stadt. Komm da bitte Hallo sagen. Die haben sich natürlich schön klein verpisst, weil sie einfach Schiss hatten. Also es ist salzig primär. Oh, Alter! Also primär ist es salzig, um das mal hier den zu vollbringen. Solange wie man nicht einatmet, geht es voll klar. Ansonsten riecht es einfach wie Mülltonne. Oh. Ja. Die Anzahl der Fliege ist rasant angestiegen, das ist wohl wahr. Das ist krass, wie die hier die Gruppe herumkreisen.
Also, ja, schöne Grüße gehen raus. Ich will's auch. Es ist köstlich. Probieren, nee. Wir reden hier von der Delikat. Warte mal, darf ich nochmal? Alter, du sitzt davor. Ja, ich bin Hausmeister 14 Jahre gewesen. Ich hab schon schlimmere Sachen gerochen, also, bin ich ehrlich. Ich sag mal, geschmacklich haut's mich nicht um. Nimm mal bitte die Stäpsel raus. Ich glaube, Keks macht dir übelst den Trigger gar nicht genießen. Komm mal hier. Oh, komm mal her. Es kommt gerade so nochmal hoch. Ja, das riecht so ähnlich, wenn ich 3 Tage im Wald übernachtet habe und den Schlüpper ausziehe. Geil. Nein. Also tatsächlich. Hey, Maya, Respekt. Kannst du ihn mal mit drin schicken? Bist du scharf? Nein, bist du irre. Die Durchfall ohne Ende. Willst du mal probieren, Karl? Axel, was mit dir? Nee, danke. Kann man machen? Es riecht du müpfst erstmal die Stäpsel aus der Nase, bevor du mitreden darfst. Ist ja unglaublich hier. Also ich hab mehr gegessen. Also Verwesung riecht schlimmer. Verwesung riecht noch schlimmer. Das ist aber schon hart an der Grenze. Wie, du hast mehr gegessen als ich? So, komm, hier ist deine Kotzekiste. Beiß mal ab an den Ding. Komm mal, du bist in eiskaltem Wasser, Bahnjang. Weißt du, was viel schlimmer ist? Hier ist eine Blase drin. Guck mal, die macht Luft. Ja, ist die Luftblase. Ey, wenn das Ding jetzt platzt, dann splitzt das Zeug überall durch die Gegend. Das ist die Qualitätsblase, das muss man sagen. Das ist die Qualitätsblase? Die Hingel nicht bekannt hat, jetzt Hues und Dr. Ströming. Ja, diesen Tisch irgendwann mal vergessen im Sommer. Oh. Aber geil, aber geil. So, jetzt halt mal deine Schnauze. Wir machen ja hier. Ist da jetzt wieder, ist da wieder Rogen drin? Nee, ne? Das ist normal. Oh, klapp doch auf die Kiste. Klapp auf die Kiste. Also, nee, der gut. Sieht gut aus, ne? So, wir haben jetzt hier natürlich. Nein! Es ist hier so ein dickes Stück und ich lasse mir ja hier nichts erzählen. Jetzt geht's los. Genau, einatmen dabei ist eine gute Idee. Oh. Grete ist raus, Grete ist raus. Oh. Oh, Alter. Ich habe in meinem Leben schon viel Scheiße gefressen, aber das. Trink was nach. Ich kann es nicht anfassen. Der ist ja nicht. Okay, Freunde. Oh, fuck, Alter. Aber, das hier wichtig. Oh, es bleibt drin. Was hier reinkommt, bleibt da. Ich hätte jetzt ja einen Keks, Conny. Conny, kannst du mir einen Keks schicken? Ich will das nicht mehr. Kalk wegmachen? Nein, das möchte doch irgendjemand hier am Z das probieren? Oh, Scheiße, ey. Ah, fuck. Aber. Oh, Scheiße. Kämpfe, Martin, kämpfe. Drin. Das soll drin bleiben. Der war teuer. Es bleibt drin. Aber wenn die Augen glasig werden, dann ist schon die Kacke am Dampfen. Aber jetzt mal ohne Quatsch. Es riecht so ein bisschen. Halt mal einfach deine Schnauze. Jetzt mal wirklich, ja? Nimm mal deine Ohrstöpsel aus der Nase und dann können wir uns unterhalten. Ist okay. Schmeckt das nach Urin? Nee. Das schmeckt. Salzig. Eigentlich schmeckt es nur salzig. Nee, da kommt was anderes mit. Ist so ganz komisch. Aber es schmeckt nicht, wie es riecht. Nee. Es hat so einen sauren Zitronen. Also, so wie ich das hier sehe, haben wir jetzt schon jemanden gefunden, der die Kacke hier übernimmt. Ich würde es einfach. Ganz, ganz tief vergraben. Christian Reuter, leer machen. Ich gebe dir gleich 4,49, danke dir, aber leer machen fällt aus. Ich sag's nochmal: mit einer Kartoffel oder Pommes könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Es mir anzugucken. Ich glaube, in Schweden wird das traditionell serviert mit Kartoffelsalat. Ja? Verstehe ich total. Ich würde dann den Kartoffelsalat essen. Du würdest den Kartoffelsalat essen. Ich würde den Kartoffelsalat essen, den Fisch würde ich. Ich weiß nicht, ob es in der Verbindung dann einfach besser schmeckt, aber ich glaube, die nehmen auch das aus dem Sud raus. Die waschen den. Die essen den nicht direkt aus dieser Suppe raus. Also der ist fermentiert, deswegen blubbert der da auch so. Aber halt warum blubbert denn der dann noch, wenn der offen ist? Ja, weil der weiter fermentiert. Ach so, der ist dann. Der die macht Fermentation hört der nicht auf. Ah. Ist ja auch hinlänglich bekannt, der Herr Dr. Ferm und Tentation. Schade, dass du nicht gekotzt hast. Was? Schade? Ich finde das ein Ultra-Respekt. Haut mal dicke Eins rein, ey. Freunde, es hat mir außerordentlich Spaß gemacht. Nicht. Also wir haben ja schon viel Sachen gegessen und gemacht, aber das war echt. Oh, Oma, hau mich doch nicht. Oh, sorry. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.